Los ging es am Bootshaus des Kanu-Club Viking in Venlo. Und ihr seht es vielleicht, da gab es ganz schön viel Wind auf der Maas. Das heißt, ich hatte einigermaßen Probleme, das Boot umzudrehen. Die Windwellen kamen schon ordentlich. Das Schöne am Bootshaus ist, zu dieser Jahreszeit kann man da sehr gut parken. Zumindest einmal kurz, um die Boote abzuladen. Dann geht es einen kleinen Weg zur Maas runter und man kann gut starten. Ansonsten merkt man schon, links auf der Seite die Tonnenbegrenzung. Das heißt, die Maas wird ordentlich von Schiffen befahren. Das werden wir gleich auch noch sehen. Und ansonsten ist die Maas tatsächlich relativ langweilig. Zumindest ziemlich gerade kanalisiert. Und das, was interessant ist, sind vielleicht die Brücken und die Bauwerke an der Seite. Wir unterqueren die beiden Brücken von Venlo und wundern uns, dass wir noch kein Schiff gesehen haben, was uns entgegenkommt oder uns überholen möchte. Schließlich kommt dann doch noch ein Schiff und wir weichen auf die linke Seite rechtzeitig aus, weil wir noch nicht so ganz einschätzen können, wie sehr die Boote ausholen müssen, um solche weitläufigen Kurven zu kommen. Sieht, sind reichlich Seezeichen vorhanden. Man hat kaum eine Stelle, wo mal keine Tonne oder kein weiteres Seezeichen zu sehen ist. Auch die Brücken sind natürlich so ausgeschildert, dass man die Fahrrinne erkennen kann. Wir halten uns meistens am rechten Rand der Maas auf, um der Berufsschifffahrt aus dem Weg zu gehen und fahren damit recht gut. Gerade bei den größeren Kurven sind wir dann eher in der Innenkurve, wenn es dann mal links rum geht. Aber das ist relativ selten. Hier kommt das nächste Schiff, was uns entgegenkommt. Hier sieht man leider auch schon die leichte Eintrübung der Linse auf der rechten Seite, die im Laufe des Videos wahrscheinlich noch deutlich zunehmen wird. Bei diesem Schiff hat man wieder schön gesehen, dass nicht jedes Schiff gleich viel Wellen schlägt und dass es durchaus auch auf die Gegebenheiten im Fluss ankommt, wie sehr man dann durch Wellen beeinträchtigt wird. Wir haben durchaus auch andere Schiffe erlebt, wo uns das Wasser dann tatsächlich bis übers Deck gespritzt ist. Da sieht man die Welle kommen und ein großer Unterschied zum letzten Schiff. Und etwas eingeschüchtert vom Wellengang von dem vorhergehenden Schiff, war es mir doch etwas unwohl, so dicht hier dran lang zu fahren. Aber das Schiff hatte keine Lust, größer auszuweichen oder hat uns zu spät gesehen. Und so ging es dann ordentlich in die Wellen, die von der Seite kamen. Hier müssen wir dann ausgerechnet an einer Fährstelle neben dem nächsten entgegenkommenden Schiff vorbei. Aber auch das gestaltet sich als relativ leichtes Unterfangen.
Anders als auf der Weser sind die Fähren hier nicht mit einem Seil, was über den Fluss gespannt ist, geführt, sondern mit einem Seil, was am Boden liegt und was einen zusätzlichen Auftriebskörper hat. Da sollte man gut darauf achten, möglichst weit schon vorher auszuweichen und dann hinter der Fähre lang zu fahren. So, und da warten wir auf das einzige Schiff, was uns überholt hat. Wir müssen natürlich dafür etwas weiter ausholen, um die Wellen dann von vorn zu nehmen. Vielleicht zur Erklärung, wir haben relativ schmale Boote und ich bin noch nicht ganz so geübt damit. Deshalb lieber einmal rum und die Welle tatsächlich im rechten Winkel nehmen. Obwohl am Ende dieses Schiff auch keine wirklich großen Wellen geschlagen hat. Aber man weiß es immer erst hinterher. Oder zumindest kann ich es noch nicht abschätzen. So, und da sind wir schon am Zielpunkt angekommen. Eigentlich wollten wir noch in diesen kleinen Kanal reinfahren. Das wäre wahrscheinlich auch möglich gewesen. Allerdings lag uns ein Baum im Weg, sodass wir uns dann entschieden haben, nicht das zweite Gewässer in Holland mitzunehmen, sondern dann hier außen an der Maas anzulanden, um unsere Boote zu schonen. Mit einem BE-Boot hätte man das vielleicht gut machen können, aber so war es sicherlich angenehmer für unsere laminierten Boote. Und das war's auch schon. Ein kleines Abschlussstatement zum Maas. Wie am Anfang schon gesagt, es war relativ eintönig. Wir sind zwar durch einige Industriegebiete gekommen, da war mal interessant zu gucken, aber im Großen und Ganzen durch die Kanalisierung sind vor allem die Schiffe, die entgegenkommen und überholen, die Highlights gewesen. Aber warum nicht auch mal zwischendurch so einen Fluss fahren und neue Erfahrungen machen. Wir sehen uns auf dem Wasser, hoffe ich zumindest. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.